Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Guten Tag und herzlich willkommen. Wer uns jetzt hört, ist bei einer Premiere dabei. Wir präsentieren den ersten Immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Und wir nehmen diesen Podcast in einem Büro auf im Kanzlerhochhaus. Und damit ich hier nicht alleine bin, ist der Kollege Jörn Lange bei mir. Hallo Jörn. Hallo Uwe und hallo da draußen. Jörn, warum machen wir einen Podcast? Naja, weil wir das für ein recht spannendes Format halten. Es gibt ja durchaus Leute, die sind überzeugt, dass in spätestens 20 Jahren Menschen vielleicht nur noch über Bilder kommunizieren werden. Wir hingegen glauben ja an das geschriebene Wort und auch an das gesprochene Wort. Und genauer gesagt, in diesem Fall beim Immer härter Podcast der Morgenpost vertrauen wir auf die menschliche Stimme. Und vielleicht kannst du dem Zuhörer oder unseren Hörern mal kurz erklären, wie oft wir das machen werden und wann sie mit unseren Folgen rechnen dürfen. Also Ziel ist es, den Podcast einmal pro Woche zu veröffentlichen. In der Regel wollen wir am Montag aufnehmen und am Montagabend den Podcast online stellen. Wir haben den Markt uns angeschaut. Es gibt das Hertha Echo von Manfred Sangl, ein Fanradio seit 25 Jahren. Es gibt Fan-Podcasts. Damenwahl, Hertha Base fallen mir ein. Sollte ich jemanden vergessen haben, bitte ich um Entschuldigung. Auf dem Medienmarkt haben wir aber nichts gefunden und diese Lücke wollen wir besetzen. Und deshalb genug der Vorrede. Hertha hat gestern mit dem Spiel beim VfL Wolfsburg eine spektakuläre Vorlage für unsere erste Podcast-Ausgabe geliefert. Wie hast du das gesehen, Jörn? Ja, das war natürlich ein ziemlich turbulentes Spiel. Ich bin an unserem Immer härter Live-Ticker kaum noch hinterhergekommen. Es gab das Blitztor von Vedat Ibišević, es gab zwei aberkannte Treffer, einen Elfmeter an die Latte und dann noch den späten Ausgleich für Hertha. Also das muss man ja auch nervlich erstmal verkraften. Ich weiß nicht, im Stadion ist das denn ja nochmal anders. Wie hast du das Spiel erlebt in Wolfsburg? Also ich fand es ein großartiges Spektakel. Man hat ja kaum gesessen. Nach 26 oder 20 Sekunden war der Ball zum ersten Mal drin. Und ich sag mal, nach dem zweiten zurückgenommenen Videobeweistor hat man gesagt, sowas hat man überhaupt noch gar nicht erlebt, was hier passiert. Und die Stimmung im Stadion war auch besonders. Und als ich am Ende dann in der Mixzone unten stand, der Erste, der mal reinkommt, ist der Manager. Michael Preetz und ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Deshalb duzen wir uns. Michael, wie hast du das Spiel? Hast du sowas schon mal gesehen? Michael Preetz, nee, mir ist immer noch ein bisschen schwindelig. Ja, das will ich glauben. Es war tatsächlich eine ziemliche Achterbahnfahrt, wobei die Entscheidungen des Schiedsrichters ja nur eine Komponente waren. Ne? Also Hertha hat sich ja mit einer, ja, wieder mal erstaunlich wackeligen Defensive selbst ganz schön in die Bredouille gebracht, hat auf der anderen Seite dann aber auch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und ein großes Kämpferherz gezeigt. Mein persönliches Highlight war dabei noch, dass ausgerechnet der Vorkämpfer per Schellbrett nicht nur im Mittelfeld alles weggegrätscht hat, sondern dann eben auch noch das späte 3:3 vorbereitet mit so einem beherzten Vorstoß. Das fand ich schon beeindruckend. Um da mal ein bisschen Struktur reinzubringen, es ging ja gleich nach 20 Sekunden los. Wie wichtig war das, dass Vedat Ibišević, der seit, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Monaten nicht mehr getroffen hat, dass der das 1:0 geschossen hat? Und wie wichtig war es, dass denn auch Davy Selke, der ja im Moment mit den Hufen scharrt und ihm die Leistung versucht, den Platz streitig zu machen, seinerseits dann auch noch getroffen hat? Ich glaube, für Ibišević war es inzwischen schon ganz schön wichtig. Also er ist ja eigentlich ein sehr erfahrener Bundesligaspieler und er ist auch krisenerprobt. Er hat das alles schon mal mitgemacht und hat sich deshalb auch lange nicht verrückt machen lassen oder hat zumindest den Anschein erweckt. Je länger diese Torflaute aber anhielt, desto mehr hat man gemerkt, dass er auch mit sich selbst hadert. Er hat angefangen, Nebenschauplätze aufzumachen mit den Schiedsrichtern. Dann kam der Platzverweis in, wo war es? In Mainz? Wo er sich nicht einigen konnte, was er dem Schiedsrichter gesagt hat und er jedenfalls meinte, dass er eine rote Karte bekäme und seitdem ist er in jedem Spiel. Genau, in der Europa League hat er sich dann auch ganz schnell eine Sperre eingehandelt. Also man hat schon gemerkt, dass die Situation an ihm genagt hat. Insofern wird das sicherlich eine Befreiung für ihn sein. Selke zeigt einfach, dass Hertha offensiv ganz schön an Qualität gewonnen hat in diesem Sommer. Also den Luxus, den Paldada jetzt genießt, in einer Situation wie gestern in Wolfsburg, einen Spieler der Qualität Selke einzuwechseln, das gab es vorher nicht. Und das macht Hertha durchaus
deutlich gefährlicher. Die Frage ist jetzt natürlich für den Trainer, wie geht man damit um? Wer ist die Nummer 1, wer ist die Nummer 2, wer darf beginnen, wer kommt als Joker? Und da hat Dardai schon vor dem Spiel in Wolfsburg gesagt, ja, ich glaube, nach der Länderspielpause ist Davy jetzt bei 100% und danach haben wir Konkurrenzkampf. Und zumal mit Matthew Leckie, der beste Torschütze von Hertha, ja im Moment verletzt ist, der wird dann ja auch wieder angreifen. Richtig. Also sprich die Option, so turbulent wie das Spiel losging, ging das dann ja gleich weiter. Nach 5 Minuten ist das erste Tor erst gegeben worden vom Schiedsrichter und dann zurückgenommen worden. Und in Minute, weiß nicht, 25, 26 das zweite Tor erst gegeben worden. Zum zweiten Mal standen beide Mannschaften am Anschlusskreis und wollten loslegen. Und dann ist das zweite Tor zurückgenommen worden. Und da habe ich gedacht, wenn der Schiedsrichter jetzt zum dritten Mal eine Entscheidung gegen den VfL treffen muss, aufgrund des Videobeweises, weiß ich nicht, ob die das Stadion da nicht abreißen. Wie warst du zufrieden mit der Videoschiedsrichterei gestern? Naja, ich fand, das Spiel gestern hat einfach oder eigentlich ganz viel von dem nochmal auf den Punkt gebracht, in komprimierter Form, was wir seit Einführung des Videobeweises erlebt haben. Der Videobeweis kann das Spiel gerechter machen. Beide Entscheidungen waren korrekt. Aber die Art und Weise, wie er angewendet wird, da hapert es definitiv noch ein bisschen. Ich glaube, vor allem für die Zuschauer im Stadion ist das alles noch sehr undurchsichtig. Du warst jetzt selbst vor Ort. Wie hast du das erlebt? Hattest du sofort den Durchblick, was da entschieden wurde? Also beim ersten Tor war ich überrascht und habe einen Kollegen neben mir gefragt, was ist denn jetzt los? Weil man sieht ja immer nur, dass er dann auf seinen Kopfhörer tickt und dass da irgendeine Kommunikation stattfindet. Beim zweiten Tor waren die Herthaner sich relativ sicher, dass da was los ist. Da war ich über die Selbstsicherheit dann überrascht, dass da was gewesen sein muss. Ich habe nur gesehen, wahrscheinlich ist der Schuss abgefälscht. Ich habe aber nicht gesehen, dass derjenige, die da wie war, das im Abseits gestanden hat. Der Trainer, also Paul Dardai meint, es hat hinterher gefordert, dass mit dem Videobeweis, das sei ja alles ganz schön und gut, aber so wie das im Moment läuft, würde es sehr viel Unruhe beim Ablauf ins Stadion bringen. Es wäre besser, wenn auf der Videoleinwand da erklärt würde, was los ist. Oder ich sage mal, beim American Football erinnere ich, dass der Hauptschiedsrichter ein Mikrofon hat und in so einem Fall sich in den Stadionton einschaltet und sagt, Abseits, weil Spieler Nummer 33 Dims, damit die Bescheid wissen. Wie wird das weitergehen? Hoffentlich wird es sich verbessern. Wo man jetzt an den Stellschrauben dreht, das muss sich zeigen. Also mehr Transparenz ist sicherlich notwendig. Genauso finde ich aber auch mehr Zurückhaltung vom Videoassistenten aus Köln wäre angebracht. So wie es ursprünglich eigentlich angedacht war, ne, dass der Videoschiedsrichter nur dann dann sich zu Wort meldet und unterstützt, wenn eine gravierende Fehlentscheidung vorlag. Und das ist ja so ein bisschen aufgeweicht worden in den letzten Wochen. Und das hat dem Videobeweis, glaube ich, nicht besonders gut getan. Also, was die Hörer draußen jetzt nicht wissen können, der Kollege Lange und ich kabbeln uns, seitdem diese Saison angefangen hat, bei diesem Thema Videobeweis. Jörn ist jemand, der das verteidigt und auf die Vorteile hinweist. Mein Eindruck ist, ein Drittel der Saison ist jetzt gespielt. Es ist ja eine ganze Testsaison, die wird der DFB und die DFL werden das auch durchziehen. Ich habe das Gefühl, so wie er im Moment gehandhabt wird, fehlt die Akzeptanz sowohl bei den Spielern als auch im Stadion. Und damit diese Akzeptanz besser wird, müssen jetzt die verbleibenden 2 Drittel der Saison erheblich besser werden in der Handhabung. Mit der Akzeptanz ist das, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Also ich habe gestern parallel zum Spiel auch sofort natürlich in den sozialen Netzwerken geschaut, wie fallen die Reaktionen aus und die sind schon geteilt. Da gibt es natürlich diejenigen, die sagen, dieser Videobeweis, der macht das Spiel kaputt, sofort abschaffen. Es gab aber genauso ganz viele Stimmen, die gesagt haben, ja, sorry, ist bitter für die Wolfsburger, tut mir auch leid, aber die Entscheidungen sind nun mal korrekt. Das ist ein gutes Instrument. Also einheitlich sind die Meinungen da auf jeden Fall nicht. Medial habe ich das Gefühl, ist die Diskussion inzwischen auch ganz schön überpaced. Also wir reden jetzt über Dinge, die früher eine Selbstverständlichkeit waren. Ich habe heute ganz oder mehrfach die Schlagzeile gelesen, Hertha Wolfsburg, 8 Tore, aber nur 3-3. Da wurden 2 Tore zu Recht aberkannt. Das hätte früher vor Einführung des Videobeweises niemanden wild gemacht. Genauso das Beispiel von Gladbachs Trainer Dieter Hecking, der eigentlich ein Plädoyer abgibt auf einer Pressekonferenz für den Videobeweis, was dann nach außen transportiert ist, ist aber der Satz, Hecking sagt, der Videobeweis wird in der Winterpause wieder abgeschafft.
Also was mich ein bisschen wundert, die Schiedsrichtergilde ist ja, ich sage mal, eine etwas eigene Klientel. Und seitdem, seit Sommer, seitdem dieser Videobeweis dann in seine offizielle, der läuft ja seit 2 Jahren, also nein, über insgesamt 2 Saisons, die erste war nur im Keller, die zweite ist jetzt öffentlich. Und seit Sommer wird der Hauptverantwortliche für diese Sache, Helmut Krug, wird an dessen Glaubwürdigkeit gesägt. Das begann mit einem Interview von Manuel Grewe, dem Bundesliga-Schiedsrichter aus Berlin. Und jetzt am Wochenende gab es neue Vorwürfe von der Bild am Sonntag, auch gegen Helmut Krug. Er hätte als Supervisor ein Spiel beeinflusst zugunsten von Schalke, obwohl der Supervisor das A nicht darf. Krug bestreitet das. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Teil der Schiedsrichterklientel einfach schaut, dass dieser Videobeweis irgendwie zerfasert, damit er nicht kommt. Parallel dazu ist jetzt gerade heute eine aktuelle Meldung gelaufen, bisher nur von der Sportbild, noch von niemandem bestätigt. Helmut Krug sei abgesetzt worden als Verantwortlicher für diesen Videobeweis, da wird es jemanden anders geben. Eine insgesamt sehr undurchsichtige Interessenslage. Was wollen die Schiedsrichter? Was ist dein... Ja, man kommt ein bisschen ins Grübeln. Also diese Anschuldigungen oder Vorwürfe gegenüber Helmut Krug, die sind natürlich schon massiv und haben es in sich. Gleichwohl hat sich ein Großteil der Schiedsrichter ja klar pro Videobeweis positioniert. Also das war ja auch schon ein großes Thema vor der Einführung oder vor Einführung der Testphase. Die Schiedsrichter haben gesagt, alle, die ein Fußballspiel verfolgen, haben diese unterstützenden Mittel, nur wir nicht, das wollen wir gerne ändern. Und ich glaube auch als Fan muss man sich einfach nochmal die Konsequenzen bewusst machen, was es bedeutet, wenn man wieder vom Videobeweis abrückt. Man stelle sich einfach mal vor, wie das Spiel gestern gelaufen wäre, Hertha in Wolfsburg, und transportiert das Spiel mal kurz an einen 34. Spieltag und stellt sich dabei vor, es geht um die Qualifikation für einen internationalen Startplatz oder womöglich sogar um den Abstieg. Und Hertha steigt dann womöglich ab, weil 2 irreguläre Tore der Wolfsburger gegeben werden. Da wäre der Aufschrei natürlich auch gigantisch. Also ich sage mal, ich war in Wolfsburg dabei, als Hertha ein irreguläres Tor als Tabellenführer kassiert hat und dadurch 2-1 verloren hat. Das war in jener Saison, in der der VfL Wolfsburg am Ende deutscher Meister geworden ist. Aber das nur am Rande. Ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze nach vorne verlängert weitergeht. Also klar ist, die Spieler sind noch dabei, dass ich habe gestern mit Salomon Kalou gesprochen, der sagte, wir müssen es noch besser adaptieren. Das ist eine neue Situation für uns alle, nicht nur für die Schiedsrichter und nicht nur für die Fans, auch für uns Spieler. Ich fand, dass zum Beispiel der VfL Wolfsburg das gut adaptiert hat. In der 5. Minute ist denen ein Tor nicht anerkannt worden. Daraufhin haben sie gesagt, wir spielen offensiv und versuchen im Strafraum Situationen zu kreieren, weil der Schiedsrichter jetzt der wird uns einen Elfmeter geben, wenn es die Situation hergibt. Genauso ist es eingetreten, eine hohe Flanke, Schellbrett fällt, sein Gegenspieler fällt, Elfmeter Wolfsburg. Hertha hatte dann Glück, dass der Gomez diesen Ball an die Latte getreten hat. Aber ich glaube, dass du, das macht es noch komplizierter. Ein Team wird auf den Platz geschickt mit einem bestimmten Matchplan. Videobeweis kann man nicht wissen, wann der kommt, aber wenn er kommt, musst du wissen, dass du darauf reagierst. Ich glaube, die Vereine fangen erst an, damit zu sehen, dass man nicht nur bei dem ersten Schritt stehen bleibt, gerecht, ungerecht, sondern was heißt denn das jetzt? Zum Beispiel Bayern, Hertha gegen Bayern bei dem Spiel, wo Hertha einen Elfmeter bekommen hat und der Schiedsrichter dann zur Seite gegangen ist und dann gesagt hat, nee, ich gebe ihn doch nicht. Da hätte Hertha noch mehr auf solche Situationen spielen müssen, weil ein zweites Mal hätte er sich das, glaube ich, nicht so getraut. Da sind die Vereine noch dabei zu lernen. Gut möglich. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Phänomen nicht wirklich neu, weil die gute alte Konzessionsentscheidung, die gab es ja im Prinzip auch schon vor Einführung des Videobeweises. Hast du da einen Elfer nicht bekommen, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der nächsten strittigen Szene vielleicht doch zu einem Pfiff kommt, durchaus höher, ne? Ja. Nochmal zurück zu diesem Spiel in Wolfsburg. Martin Schmidt, der Trainer des VfL, hat nach dem Spiel gesagt, für die Fans wäre das eine super attraktive Partie gewesen, wo unglaublich viel los war. Für ihn als Trainer ist das nicht so. Er müsste jetzt dermaßen viel Videoarbeit machen, um die ganzen Fehler aufzuarbeiten. Er hatte nicht so viel Lust auf die nächste Woche. Ich weiß nicht, wie geht es dir als Hertha-Reporter? Darf man bei so einem Spiel auch mal sagen, ja, Hertha hat 5 Tore kassiert, von denen dann nur 3 gezählt haben und noch ein Elfmeter. Aber das lassen wir jetzt mal insofern beiseite, weil das Spektakel einfach so außergewöhnlich war, an dem Hertha ja auch Teil war. Hertha hat
in Wolfsburg 3 Tore geschossen, 2-mal in Rückstand aufgeholt. Da darf man auch mal sagen, super Jungs, ihr habt enorme Moral gezeigt. Ja, grundsätzlich finde ich schon. Also gerade bei einer Mannschaft wie Hertha, die bundesweit immer so ein bisschen, um Aufmerksamkeit kämpfen muss, tun solche Ausreißer sicherlich mal ganz gut in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn da kein biederes 1:1 bei rauskommt, sondern eben so ein Spektakel. Als Trainer wirst du natürlich wahnsinnig und Pal Dardai wird es nicht anders gehen als Martin Schmidt. Ich glaube, der einzige Fakt, der das Spiel dann erträglich macht für ihn, ist der Ausgang. 3:3, ein Unentschieden, und damit hat Hertha jetzt, ich sag mal, 3 Erfolgserlebnisse in Folge geholt. Also war ja ähnlich, ich sag mal, gegen Bayern München war es auch nur ein Punkt, aber das 2:2 hat sich wie ein gefühlter Sieg angefühlt vor der vergangenen Länderspielpause. Wobei, wo wir gerade dabei sind, es sind über den Daumen gepeilt, ist 1/3 der Saison gespielt, 11 Bundesligaspiele. 17 Pflichtspiele insgesamt. Von diesen 17 Pflichtspielen hat Hertha 5 gewonnen, 6 unentschieden, 6 Niederlagen. Wie fällt dein Zwischenfazit aus für Hertha, Jörn? Inzwischen muss man sagen, absolut okay. Hertha ist irgendwie im Soll oder zumindest nah dran. Aber vor 2-3 Wochen sah es eben noch ganz anders aus. Und ich muss zugeben, auch ich habe so ein bisschen Zweifel bekommen in welche Richtung die Mannschaft jetzt sich bewegt. Der Saisonstart war ja eigentlich passabel. Du hast die Pflichtaufgabe im Pokal gelöst, hast das erste Saisonspiel gegen Stuttgart gewonnen und danach waren eigentlich keine gravierenden Aussetzer oder Nichtleistungen da zu verzeichnen. Es wurde dann halt zunehmend schwierig. Für mich war so der Knackpunkt das Mainz-Spiel. Da schien mir die Mannschaft tatsächlich irgendwie so eine Linie verloren zu haben. 1:1 ist das, glaube ich, ausgegangen, ne? Genau. Halt, stopp, 1:0 haben sie verloren. Sie haben verloren. Das rede ich. Und das, da gab es eben auch den Platzverweis gegen Vedat Ibišević. Justizirrtum. Ja. Und ab dann wurde es irgendwie so ein bisschen problematisch. Auf einmal hat Hertha Stabilität in der Defensive verloren, damit im Grunde so die große Stärke eingebüßt. Zeitgleich blieb das Offensivspiel ziemlich farblos, wo man ja eigentlich nach den Transfers des Sommers so die große Hoffnung hatte, jetzt tut sich mal was nach vorne. Davon war dann aber nichts zu sehen. Nichtsdestotrotz hat es mich dann ganz schön überrascht, welche Wucht diese Kritik entwickelt hat, auch unter den Fans, also auch gerade gegenüber Pal Dardai. Du bist jetzt schon ein paar Jährchen länger dabei als ich. Wie hast du das empfunden? War das noch verhältnismäßig oder hat dich das auch überrascht? Also im Blog Immer Härter, den wir jetzt ja mittlerweile in der 8. Saison betreiben, ist es eigentlich so, dass die Zahl der Kommentare, wenn Hertha gewonnen hat, kommentieren 150 Leute. Wenn Hertha verliert, hast du 300 Kommentare. Also Negativsachen ziehen immer mehr Aufmerksamkeit und mehr Äußerungen nach sich. Und eigentlich gibt es Leute, die seit Anfang an dabei sind, zu finden, dass Pal Dardai das sowieso nicht kann, dass Pal Dardai begrenzt ist und dass der nicht eine Mannschaft entwickeln kann oder nur eine Mannschaft entwickeln kann, die einfältigen Fußball spielt, weil er ja defensiver Mittelfeldspieler gewesen ist. Das liest du immer wieder. Das finde ich jetzt aber nicht so beeindruckend, weil es wenig mit dem zu tun hat, was los ist an Entwicklung. Also wo ich dir zustimme, dass nach dem Pokal aus gegen Köln, was das erste Mal, seitdem Pal Dardai in der Verantwortung steht, dass es schwierig wurde, weil da hatte man aus den letzten 7 Spielen 2 Unentschieden und 5 Niederlagen gemacht und gegen den Tabellenletzten im Pokal zu verlieren, der bis dahin irgendwie noch keinen Profiklub geschlagen hatte, ist natürlich eine Blamage. In der Europa League sah es sehr schlecht aus und die Kritik hat Pal Dardai ja auch zugesetzt, das merkt man ja. Gegen den HSV wurde dann gewonnen, aber seither vergeht ja keine Pressekonferenz, in der Pal Dardai gar nicht darauf angesprochen unterbringen möchte, dass seine Arbeit nicht gewürdigt wird und wenn Leute das nicht verstehen würden und er fände das nicht in Ordnung, dass er so in der Kritik steht. Michael Preetz hat in einem Interview am Samstag, glaube ich, in der Berliner Zeitung gesagt, dass nach dieser Niederlage einiges verrutscht sei. Pal Dardai hätte sich viel mit der Kritik beschäftigt. Und so durch die Blume gibt der Manager seinem Trainer zu verstehen, dass man als Hertha und damit auch der Trainer gut beraten ist, sich auf das zu konzentrieren, was man beeinflussen kann, die Arbeit mit der Mannschaft. Die Kritik von außen kann Hertha aber nicht beeinflussen und auch Pal Dardai nicht. Das hat er nicht so direkt gesagt, aber ich denke, das ist das, was er gemeint hat. Mhm.
Nichtsdestotrotz, was ja bleibt, du hattest diese Situation, 12 Spiele, nur einen Sieg, dann aus den letzten 7 Spielen 2 Remis, 5 Niederlagen. Alle haben gesagt, also, nein, nicht alle. Im Blog gab es diverse Stimmen, die gesagt haben, wenn gegen den HSV verloren wird, dann ist der Manager aber gut beraten, mal die nächste Trainerlösung im Ärmel zu haben, damit es dann mit einem neuen Trainer weitergeht. Die Reaktion von Pal Dardai, die Reaktion der Mannschaft ist, man hat aus der englischen Woche gegen den HSV, gegen Lugansk und in Wolfsburg 2 Siege und ein Unentschieden geholt. Das nenne ich mal krisenfest. Ja, finde ich auch. Also das spricht zumindest nicht gegen Pal Dardai als Krisenmanager, wobei man natürlich auch mit 2 Schritten Abstand einordnen muss. Die Konstellation war ein bisschen dankbarer. Es waren Heimspiele gegen den HSV und gegen Lugansk. Dazu kam dann... Der HSV ist Bundesliga-Mitglied, das ist Dino, also Gründungsmitglied. Ich meine, das ist ja Tradition. Du meinst, der Sieg ist nicht hoch genug einzuordnen. Genau. Will sagen, die Konstellation war ein bisschen dankbar und es war auch längst nicht alles perfekt, im Gegenteil. Trotzdem hat man jetzt einfach durch die letzten 3 Spiele so einen Stimmungsumschwung hinbekommen und das tut der Mannschaft sicherlich gut. Weil jetzt nach der Länderspielpause kann man durchaus noch ein bisschen was einheimsen. Es geht, ich schaue gerade nochmal nach, gegen Gladbach, gegen Köln, gegen Frankfurt, Augsburg und Hannover. Also das sind keine unlösbaren Aufgaben. Ich glaube, wenn Hertha jetzt da anknüpft, dann sieht es zur Winterpause schon ganz manierlich aus. Im Moment steht die Mannschaft, wir haben 11 Spiele gespielt mit 14 Punkten da. Wenn man das jetzt mal 3 nimmt, bei 3 Saisondritteln, dann wirst du irgendwas bei, bin Kopfrechnen nicht so gut, 42, 43 Punkten auslaufen. Ich sag mal, im Moment ist die Lage ja, Hertha hat, glaube ich, 4 Punkte Abstand zu den Europacup-Rängen und 6 Punkte auf den Relegationsplatz, den 16. Also insofern ist man im Bereich dessen, in dem Korridor, in dem Hertha gerne bleiben sein möchte, also weit weg von der Abstiegszone. Trotzdem nochmal, du hattest es angesprochen von dem, was man sich erhofft hat nach einem Saisondrittel. Man hat den Kader umgestellt, John Brooks wurde verkauft, Herr Rekik wurde gekauft, Davy Selke ist gekommen, Lazaro ist gekommen, einen vergesse ich jetzt. Wie sehr sind die Fortschritte eingetreten, die man sich erhofft hat? Spielerisch halt tatsächlich nicht so sehr, muss man festhalten. Also ich war im Sommer in der Vorbereitung mit dem Trainingslager in Österreich und da gab es durchaus hoffnungsvolle Ansätze. Davon habe ich in der Bundesliga dann relativ wenig gesehen. Also sei es ein höheres Pressing oder ein schnelleres Direktspiel durch die Mitte, das wurde in der Bundesliga und auch in der Europa League viel zu selten umgesetzt. Liegt das an Ibisevic und Kalou? So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, die Mannschaft muss sich halt jetzt ein bisschen neu sortieren. So ein Ausfall von Wladimir Darida, der jetzt nicht der große Torschütze ist, aber der einfach für den Spielfluss bei Hertha enorm wichtig ist, den vergisst man dann halt auch mal schnell. Aber der fehlt halt schon ein paar Wochen. Und Lecky auch? Lecky dazu. Und auf der anderen Seite tauchen dann auf einmal ein paar junge Talente auf, die durchaus Mut machen. Also Arne Meyer ist so ein Beispiel. Wie hast du ihn jetzt erlebt? Er durfte sich mehrfach beweisen. Also ich bin überrascht, wie gut Arne Meyer reinkommt im Sinne von, der macht ja als Sechser oder als Achter, er hängt so ein bisschen oder pendelt so ein bisschen, nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, aber er ist sofort mit von der Körpersprache her präsent, er lässt sich nicht beeindrucken von der Dynamik, mit der er auf der Position angegriffen wird, weil das ist die Position, wo du die vielen kleinen, kurzen Sprints hast, da hält er, finde ich, erstaunlich gut dagegen, er stellt sich rein und wenn die ihn dann umhauen wollen, sagt er, ja, dann müsst ihr mich halt umhauen, dann kriegen wir einen Freistoß und dann geht es auch weiter, der ist also in keiner Weise... Ich muss mal gucken, wie schnell das hier geht oder wie hart das hier zugeht. Also das macht einen erwachsenen Eindruck. Jordan Torunariga hat ein bisschen Pech, dass er sich in der Vorbereitung verletzt hat. Der hat jetzt auch in der Europa League gespielt und der ist sofort wieder da, so wie er Ende vergangener Saison auch da war. Das finde ich ist auch ein sehr guter Backup, den man da hat. Ein Eigengewächs, der ist 20 Jahre jung, ist jetzt gerade zur U21 nachnominiert worden. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern Abend. Ja. Da sind 2 Leute ausgefallen, also der ist zum ersten Mal bei der U21 dabei. Also das sind 2, auf die man setzen kann. Und ich sag mal, der Lazaro, finde ich, wird. Da sieht man, dass der 2, 3 Aktionen hat und mal eine überraschende Lösung hat. Man merkt aber auch beim Spielzusammenhang, dass er manchmal nicht so drin ist, wie dann meinetwegen der Rieder drin wäre oder jemand anders in der Position. Ja, genau.
So oder so habe ich das Gefühl, Hertha hat in der Breite deutlich gewonnen, sei es durch die Jungen, die nachkommen oder auch durch die Einkäufe. Also da fällt mein Fazit erstmal positiv aus. Also was ich finde, was sich in jedem Fall zum Positiven verändert hat, vergangene Saison war es bei Hertha ja so, dass in jedes Spiel wurden immer die Altrocker Kalou Ibisevic geschickt und die mussten rennen. Und wenn die dann müde waren und sich mal umgeguckt haben, die von der Bank kamen, haben selten den Unterschied gemacht. Und das ist in dieser Saison, also in Wolfsburg, exemplarisch gewesen. Arne Meyer ist reingekommen und hat die Lücke, die Niklas Stark da hinterlassen hat, ordentlich geschlossen. Dann ist Selke reingekommen, hat das Siegtor geschossen. Das ist deutlich besser geworden, dass man auch Alternativen für verschiedene Spielstände hat. Also es macht den Unterschied, ob du 1-0 führst, der Gegner drückt dich rein und du brauchst einen schnellen Spieler, meinetwegen wie Esswein, auch wenn der eine oder andere im Block jetzt wieder kollabiert. Der hilft dir. Selke hat eine Durchschlagskraft, der hat auch keine Angst, da vorne reinzugehen. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig bei den Innenverteidigern, auf die man trifft. Der haut sich da rein. Der ist im Trash-Talk nach 30 Sekunden sofort mit seinem Gegenspieler dabei und erzählt ihm irgendwelche Geschichten. Also das ist das, was man sich eigentlich wünscht, dass man auch mal auf verschiedene Spielsituationen reagieren kann. Und das hat Hertha jetzt. Jetzt wäre es schön, wenn die Spieler denn auch alle im Vollbesitz der Kräfte mal wären. Ich bin ja schon gespannt. Lecky wird wahrscheinlich zum wichtigen Qualifikationsspiel der Australier reisen. Der hat wieder weite Reisen vor sich, ja. Obwohl er verletzt ist. Aber der Verband wird darauf bestehen. Die werden sagen, das ist das wichtigste Spiel für die nächsten Jahre. Die wollen unbedingt zur WM. Er selbst will auch zur WM, überhaupt keine Frage. Aber als Manager und Trainer im Verein schlägst du natürlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, oh Gott, werd doch erstmal gesund und setz dich nicht 40 Stunden in den Flieger und lass dich kaputt treten. Apropos WM, morgen, Dienstag, werden in Berlin die deutschen Nationalspieler zusammenkommen. Von Hertha BSC ist Marvin Plattenhardt dabei, der Linksverteidiger. Ist es für ihn eine gute Nachricht, dass er dabei ist im Kampf um die WM-Tickets für 2018? Oder ist es eine schlechte Nachricht, dass auch Marcel Halstenberg dabei ist, der Linksverteidiger von RB Leipzig? Och, sowohl als auch, würde ich sagen. Also dabei zu sein ist natürlich erstmal gut, aber dabei sein ist nicht alles, wie wir wissen. Ich finde, er hat in den letzten Wochen ganz ordentlich gespielt, auch hier bei Hertha, hat natürlich auch mit seinen Standards und Torvorlagen wieder auf sich aufmerksam gemacht. Wievielte war das gestern eigentlich, der Assist? Also gefühlt würde ich sagen, noch 5 oder so. Ja, schon. Geht vielleicht in die Richtung. Ich glaube, auf dem Papier sind es dann beim genauen Nachzählen 4. Müssen wir nochmal nachschauen. Auf jeden Fall kann er das ganz ordentlich. Nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, so restlos hat er Joachim Löw noch nicht überzeugt und diese Nominierung von Halstenberg ist da ja auch so ein Fingerzeig. Aber ich denke, wenn Plattenhardt einfach so weitermacht wie bisher, gewissenhaft weiterarbeitet und sich da auch nicht verrückt machen lässt, dann hat er eine Chance. Ob es denn am Ende reicht, bleibt abzuwarten. Aber das gilt ehrlich gesagt für so gut wie jeden im Nationalteam. Löw setzt wie nie auf Konkurrenzkampf, betont das bei jeder Gelegenheit, wo er nur kann. Also ich denke, Plattenhardt hat eine Chance, ob es reicht. Schauen wir mal. Also ich finde es ja toll, wenn auch ein Herthaner in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM dabei wäre und denke ähnlich wie du, dass er einfach die Nerven behalten muss und lass die anderen reden, was sie wollen. Und beim Confed Cup galt die Plattenhardt-Nominierung so als, naja, das war der Proporz, damit auch Hertha irgendeinen Spieler schickt. Aber er ist Confed Cup-Sieger mit geworden, Marvin, mit seinen Standardstärken. Das hilft immer. Das kann auch in einem Turnier, ich sag mal so wie Sandro Wagner oder so, vielleicht gibt es nur ein Spiel, wo du ihn brauchst, wo du 0-2 zurückliegst und jemand dann in der Lage ist, da dann besondere Sachen zu machen. Dass er als Linksverteidiger an sich ordentlich ist, ich weiß nicht, also international der Klasse, glaube ich, ist noch ein kleiner Schritt, oder? Bis er das Level erreicht hat. Ja, man muss sich tatsächlich ja auch immer vor Augen führen, auf was für Granaten so ein Verteidiger bei einer Weltmeisterschaft treffen kann. Ne? Guck dir nur die nächsten beiden Länderspiele an, der Deutschen, gegen England und Frankreich. Ja, da hast du denn auf einmal die Harry Kanes und die Dembélés und Mbappés. Dembélé ist noch verletzt, aber das sind ja die Benchmarks. Mit denen musst du dich auseinandersetzen und denen musst du dann auch erstmal gewachsen sein. Aber da muss man fairerweise auch sagen, mit solchen Leuten hat, glaube ich, jeder Außenverteidiger der Welt seine Probleme, ne? Nicht nur Marvin Plattenhardt. Ja, hat der Kollege Halstenberg einen Vorteil, weil RB Leipzig in der Champions League spielt?
sprich auf höherkarätige Gegner trifft, in denen er sich da stellen muss? Das ist für seine persönliche Entwicklung vielleicht tatsächlich ein Vorteil. Ja, er kann sich auf dem Niveau akklimatisieren und beweisen. Aber ob es jetzt im konkreten Fall für Russland 2018 da schon ein Vorteil ist, das wage ich zu bezweifeln. Hast du sonst noch was zu sagen für unsere Hörer? Ja, dass ich diese erste Folge, diese Testfolge schon mal sehr spannend fand und sehr genossen habe. Ansonsten würde ich dir das Schlusswort überlassen. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jörn. An diejenigen unter euch, die sich einbringen wollen, ihr könnt das natürlich tun. Einerseits im Immer härter Blog, sofort mit Kommentaren, wenn ihr was zu schreiben wollt. Wir werden jeweils am Sonntag darauf hinweisen, dass wir am Montag was aufnehmen. Wenn ihr also eine bestimmte Frage habt, die ihr vielleicht mal thematisiert haben wollt, dann tut das. Und ansonsten sage ich, die zweite Ausgabe ist geplant für, muss ich mal eben schauen, Montag, den 13. November, also heute in einer Woche. Macht's gut, passt auf euch auf. Vielen Dank.